Der Schemsteich in der Oberlausitz ist fast leer. Der heiße Sommer hat die Fischer zum Wasserablassen gezwungen, um die anderen Teiche der Gegend aufzufüllen. Braun glänzt der Teichboden in der Abendsonne. Ich bin gekommen, um Hirsche während der Brunft zu beobachten. Annika ist auf ihrem Fahrrad weitergefahren. Mit ihrem Fotoapparat ist sie auf der Jagd nach schönen Naturbildern und sitzt nun an einem anderen Ort. An einem Baumstamm gelehnt hocke ich auf einer Wurzel. Vor mir die ausgetrocknete Seeoberfläche, auf der sich zwei Inseln erheben. Sonnenflecken leuchten auf Schilf, Erlen und Weiden. Dort müsste mit dem Wild zu rechnen sein. Mit dem Fernglas in der Hand, immer in der Erwartung, etwas zu entdecken, sitze ich da. Das Glas zu halten fällt mir schwer. Ich setze es auf die Knie ab und schaue in die Ferne. Nichts geschieht. Das friedliche Bild genießend, hänge ich meinen Gedanken nach, die um die letzten Urlaubstage kreisen. Plötzlich ein lautes Knacken, dann ein dumpfer Aufschlag. Eicheln fallen herab. Der Baum bildet mit seinen langen Ästen ein Dach über mir. Erst raschelt es in der Eiche, dann kommt ein Sausen, endlich der Aufprall, der ganz unterschiedlich klingen kann. Einmal dumpf, wenn die Eicheln auf den harten Teichboden fallen, zum anderen weich, treffen sie auf die Wiese. Der Boden ist bedeckt. Den Wildschweinen steht im Herbst ein Fest bevor. Da auf der Lichtung noch nichts geschieht, warte ich auf das Fallen der nächsten Eichel. Plautz mit kräftigem Knall, dann gleich die nächste. Ein Hauch Ruhe. Dann sehe ich auch eine der Früchte direkt vor mir aufschlagen. Sie hüpft doch ein wenig in die Höhe, als hätte sie nicht genug vom Segeln und bleibt schließlich still liegen. In der Ferne knallt es einige Male ebenfalls kräftig. Aber das sind nicht Jäger, sondern das Militär ist zur Schießübung auf den nahegelegenen Truppenübungsplatz ausgerückt. Das Dröhnen schlägt wie ein Blitz in meinen Träumereien ein. Eine Maus huscht zwischen den Schilfbüscheln entlang. Mit der nächsten schwebt noch ein welkes Blatt langsam zu Boden. Manchmal raschelt es nur über mir. Mit Spannung erwarte ich das nächste Plumpsen. Wie hört es sich an? Plötzlich fallen zwei Eicheln. Gleichzeitig. Gemeinsam springen sie auf den Waldboden, als freuten sie sich gleichzeitig unten angekommen zu sein. Da sich auf dem Teich nichts ereignet, zähle ich die Einschläge. Bei 20 sehe ich, dass sich am Schilfrand etwas Braunes bewegt. Ich reiße das Fernglas hoch. Endlich ein Hirsch mit starkem Geweih. Endlich Action. Meine Geduld hat sich gelohnt. Was für ein Anblick. Mit dem Fernglas erkenne ich deutliche Einzelheiten. Der Hirsch verschwindet in der langsam aufsteigenden Dunkelheit, so überraschend wie er gekommen war. Das lange Sitzen ist ungewohnt. So große Ausdauer habe ich nicht mehr. Ich rutsche hin und her, schaue aufmerksam hinter mich. Die Eicheln fallen noch immer. Plötzlich bewegt sich ein schwarzer Schatten auf dem Fußweg. Nein, das ist nicht Annika. Ein anderer Fotograf zieht vorüber. Jetzt warte ich auf ein Fahrrad. Annika muss hier nach ihrer Fahrkamera Pirsch vorbeifahren. Wir haben den gleichen Weg zur Pension. Es gibt nur diesen einen. Nur weiß sie nicht, dass ich noch hier bin. Die Eicheln und die Hoffnung auf Hirsche haben mich nicht losgelassen. Schade, dass ich die Zeit nicht festhalten kann. Endlich ein Knirschen. Ein Fahrrad. Ist sie das? Zweifelnd rufe ich ihren Namen. Als sie antwortet, bin ich erleichtert. Ich nehme ihr das Fahrrad ab und lege ihren Arm um ihre Schultern. Danke.